Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr seht es schon, ihr habt schon gelesen, es geht um dieses Paketchen und was wir genau dazu berichten können, gibt es wann? Nach dem Intro. Wie ihr gelesen habt, wollen wir heute ein Alpine einbauen, und zwar das ILX705D. Jetzt werdet ihr euch wundern, das letzte Mal haben wir doch ein 900 irgendetwas eingebaut, ne? 902, das X902-DU. Ja, das hat uns am Schluss, wir konnten es ja im Endeffekt 6 Monate austesten, nicht so ganz gefallen, weil einfach der Bildschirm viel zu klobig ist. Und ja, das war eigentlich einer der Hauptargumente, warum wir das erstmal nicht genommen haben. Plus, das Ding kann natürlich noch weitaus mehr als das andere, ne? Genau, das ist richtig, weil es ist nämlich nagelneu auf den Markt gekommen. Also das heißt, hier geht es auch um eine Neuvorstellung von diesem Radio. Das gibt es jetzt seit, ich glaube, einer Woche ungefähr. Ja. Selbst gekauft. Also Neuvorstellung, ja. Wenn man das sagt, muss man immer sagen, das Ding haben wir uns selbst gekauft, weil er war davon sowas von überzeugt. Ja, ich habe mir das halt angeguckt und so weiter. Es ist halt vorgestellt für den Ducato 8, aber es ist kein Problem. Es gibt Bausätze auch für den Ducato 7. Die sind zwar bei Alpine nicht direkt angegeben, aber ja, das geht auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Nämlich mit den auch Bausätzen, die wir auch für die anderen Alpine-Radios haben. Bei einem guten Händler erfährt man das. Das werden wir euch aber am Schluss erzählen. Da war, genau. Das war schon wieder fast eine Odyssee, dieses Ding hier zu bekommen. Aber wir gucken uns das jetzt an, nämlich wie der Einbau funktioniert. Und zum Schluss werde ich noch ein bisschen was über das Radio erzählen, welche Funktionen und so weiter. Es hat nämlich ein paar sehr interessante neue Funktionen, die die anderen Radios, die Vorgängerradios, nämlich nicht haben. Aber erstmal, das Pioneer muss ausgebaut werden, das muss eingebaut werden und das seht ihr jetzt. Alles das, was in dem Karton war, liegt jetzt hier auf dem Tisch. Also das heißt, das sind die Standardsachen, die mit dem das Alpine kommt. Unter anderem natürlich das Radio selber. Wir haben einen kleinen Rahmen dazu. Wir haben das Hauptstromversorgungskabel und die ganze Anschlüsse für die Boxen, damit die auch Musik da rauskommt. Wir haben hier das ganze System für Kamera-Equipment. Man kann nämlich eine Rückfahrkamera und eine Frontkamera oder Seitenkamera anbauen. Hier haben wir die ganzen Sachen für einen Subwoofer. Subwoofer haben wir gar nicht verbaut, brauchen wir also auch gar nicht. Mikrofon ist sogar mitgeliefert. Das ist eine spezielle Blende, denn beziehungsweise so ein spezielles Verschraubungssystem, wo man nämlich noch HDMI-Kabel hier einstecken kann. Dies ist nämlich auch die Möglichkeit, einmal ein, einmal aus. Und wir haben hier noch die ganze Remote-Steuerung und Mikrofon wird hier eingesteckt. Ja, was natürlich auch noch bei diesem Radio dabei ist, ist eine GPS-Antenne. Dieses Radio selber hat keine Navigationsfunktion, aber das Apple CarPlay bzw. Mirrorlink, glaube ich, heißt es bei Android. Und das ist nämlich, diese Funktion ist gegeben und damit man den GPS-Empfang verstärkt, hat man hier noch eine GPS-Antenne, also das finde ich ganz gut gemacht. Des Weiteren haben wir eine zweite Box uns besorgt. Diese zweite Box ist im Prinzip die Anschlüsse für den Ducato. Da wir eine Rückfahrkamera haben, haben wir hier schon einen Adapter verbaut. Brauchen wir also auch nur diesen Bildübertragungskabel, mehr haben wir dafür gar nicht. Das ist das Ganze für die Steuerung, für die Lenkradfernbedienung, denn die wollen wir auch weiter nutzen. Dann gibt es natürlich noch so einen Rahmen dazu, den müssen wir gegebenenfalls austauschen, das muss ich mir mal anschauen. Und der Rahmen, das ist im Prinzip das Ganze, wo wir das Ganze dann im Prinzip in den Ducato mit einbauen können. Also das heißt, eine passende Blende sollte schon dabei sein und dafür ist wahrscheinlich der Rahmen auch da, den wir dann nämlich umtauschen müssen. Ja, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal das Pioneer aus und dann schauen wir mal, wie der ganze Einbau funktioniert. Das Rausnehmen des Pioneers ist relativ einfach. Das ist einfach nur ein Blendrahmen, der im Prinzip da drauf gesteckt ist. Man muss ein bisschen mit Prinzip dran ziehen, dann hat man im Prinzip das Teil schon in der Hand, das ist kein Problem, kann also dementsprechend dann an die Seite gelegt werden. Und wir haben jetzt hier oben und unten haben wir Schrauben drin, die habe ich schon rausgeschraubt gehabt, weil ich schon mal gucken musste nach einer Blende, deswegen sind die gar nicht mehr drin. Und dann ist das im Prinzip einfach nur reingesteckt, das heißt, wir ziehen es ganz vorsichtig hier raus und schon kommt das Ganze uns entgegen. Und man muss jetzt hinten nochmal mit den Kabeln gucken, denn die sind nach unten weggepackt, das heißt, ich drücke einfach nach hinten und ziehe die dann im Prinzip so weiter nach vorne raus. Und schon habe ich die Möglichkeit, hier auch alles abzustecken. Ja, das mache ich jetzt erstmal alles. Und ja, warum wir dieses Radio überhaupt austauschen, das erzählen wir euch zum Schluss nochmal. Denn ja, wir waren nicht so ganz glücklich mit dem Radio, ich sag's mal so. Aber
mehr dazu zum Schluss. Ausgebaut haben wir das Radio jetzt schon mal gemacht. Jetzt ist die Sache, dass man halt im Prinzip alle Stecker abzieht. Das haben wir auch soweit schon getan. Das heißt, dies hier sind die Originalkabel, die da rauskommen. Unter anderem das Rückfahrkamerasignal, also das Rückfahrsignal und so weiter. Natürlich die Originalstecker von dem Hersteller hier natürlich, also von Fiat. Das ist der Adapter für die Rückfahrkamera. Der hängt nämlich noch dran an dem alten System. Dann haben wir hier das Handschuhfach auseinandergebaut. Das heißt, dort sind einfach vier Schrauben. Einmal im Handschuhfach und einmal dort wegen dem USB-Kabel. Das heißt, das lag dahinter. Wir nehmen dieses USB-Kabel raus, weil das Radio kommt mit zwei neuen USB-Kabeln, die direkt im Radio verbaut sind. Also müssen wir die auch nehmen. Und ich habe hier den alten, die alte Halterung für die, für den, wie heißt es, für das Mikrofon abgebaut. Und habe dann im Prinzip das jetzt hier durchgefusselt. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo es denn liegt, ob es mir schon wieder zurückgegangen ist. Wahrscheinlich. Also das heißt, ich muss jetzt dieses Kabel hier noch da durchfusseln und dann im Prinzip hier drinne verlegen und reinpacken. Ja, das mache ich jetzt. Das ist erstmal eine kleine fummelige Angelegenheit. Das hier ist der ganze alte Kabelsatz. Das ist der neue. Also wesentlich schlanker. Ich bin ganz glücklich, denn dann passt das auch ein bisschen besser hinten rein. Man kann das im Prinzip unterm Radio verstecken und das werden wir auch mit dem neuen Kabelsatz dementsprechend machen. Was wir jetzt hier noch gemacht haben, ist das GPS-Modul. Das blenden wir euch dann mal ein. Ich habe da noch ein paar, genau, der Marcel macht noch ein Foto. Ich habe da noch ein paar, ja, hier so eine, wie heißen die denn? Solche Haken sozusagen verklebt, dadurch, dass das Kabel, soll das ja nicht so rumwackeln und rumklappern. Also die kann man dann auch nochmal immer Stückchen für Stückchen setzen. Da sind drei Stück dabei. Ist eine super Sache auf jeden Fall. Da kommen halt die Kabel hier jetzt auch alle raus. Und ja, was wir jetzt machen ist, ich baue jetzt diesen neuen Kabelsatz ein. Und dann gucke ich, ob der Rahmen, der aktuelle, der hier drinne ist, passt, was ich nicht, wo ich nicht von ausgehe. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einen neuen da drinne verbauen. Dann werden wir den dementsprechend gleich umbauen. Eins kann man auf jeden Fall sagen, wir haben so einen Universalrahmen und da ist das alles so ein bisschen Einstellung. Also das ist so ein bisschen Fummelei, wie man das dann da reinkriegt. Was wir hier machen mussten, ist, das ist die Ducato-Blende und die mussten wir doch ein bisschen anpassen. An den Seiten mussten wir so ein bisschen was wegnehmen. Das heißt, ungefähr so viel habe ich da weggenommen, erst mit einem Seitenschneider. Und dann habe ich das Ganze noch mit dem Cuttermesser schön gemacht, dass es glatt ist. Jetzt passt dieser Rahmen auch hier gut rein. Und beim Radio muss man noch aufpassen, dass man hier diese Rahmen setzt, weil das ist das im Prinzip, was dann im Prinzip in diesen Rahmen hier einklickt. Und genau, wir haben jetzt hier geguckt, das ist im Prinzip, hier hast du so ein paar Striche. Das ist natürlich immer individuell, je nachdem welches Radio das ist, musste man bei uns jetzt hier zum Beispiel einen über den letzten Strich gehen. Also das heißt, ja. Das blenden wir euch mal einmal kurz ein, wie das hier bei uns jetzt aussieht. Da machen wir nochmal ein Foto von. Genau. Ansonsten können wir jetzt loslegen. Das heißt, ich habe die Kabel erstmal alle hinten verschwinden lassen, damit ich halt auch immer mal das Radio reinsetzen kann und gucken kann, wie sieht das aus mit dem Blenden her. Wir nehmen auch diese Blende hierfür. Es gibt noch eine andere, eine Originalblende. Das ist diese hier. Die würde theoretisch auch passen. Wir müssen nochmal gucken, welche Blende wir dann im Prinzip nehmen. Aber ich vermute mal wahrscheinlich die, die jetzt hier zu diesem Rahmen dazu geliefert wurde. Ja, genau. Was es jetzt weitergeht, jetzt fangen wir an, die ganzen Kabel anzuschließen und auch das USB-Kabel nach raus zu verlegen. Das geht jetzt weiter. So, das Ganze hat jetzt alles auch ein wenig gedauert, denn elektrische Sachen, da muss man sich halt schon ein bisschen mit auskennen. Das heißt, wenn man so Grundkenntnisse in der Elektrik hat, dann ist das kein Problem. Aber wenn man da, ich sag mal, sich überhaupt nicht mit auskennt, dann wird das schon, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Wir haben halt einen Einbausatz bekommen, der, wie soll ich sagen, nicht direkt für den Ducato ist er schon gewesen, aber er ist halt noch nicht perfekt für dieses Fahrzeug angepasst gewesen. Denn wir haben ja oben noch eine Steuerung für die, dass wir hier über die Aufbaubatterie sozusagen das Radio auch einschalten können. Und dafür sind Dioden wichtig. Also Dioden sorgen ja dafür, dass der Strom nur in eine Richtung fließen kann und nicht in die Rückrichtung. Denn wenn man diese Dioden nicht verbaut, dann ist das Problem, dass die Zündung dann währenddessen man da oben auf den Schalter drückt angeht. Und dann kommen ein paar Fehler im System. Falls man dazu kommen sollte, dass die Fehler reinkommen,
Dann ist es nicht so das Riesendrama. Man macht das im Prinzip dann einfach so, dass man die Starterbatterie abklemmt. Dann setzen sich die Systeme zurück und danach läuft das System auch wieder ohne Probleme. Also man schießt da jetzt nicht eine Sicherung durch, aber trotzdem sollte man da natürlich das wissen. Ja, wir haben jetzt alles geprüft. Das heißt, schön eins nach dem anderen. Rückwärtsgang, die Rückfahrkamera, die läuft auch. Geht auch beim Rückwärtsgang rein. Wir haben geprüft, ob wir die Steuerung hier, die Lenkradfernbedienung benutzen können. Die funktioniert auch. Dann haben wir noch das das Handbremsschalter noch geprüft. Das kriegt da auch ein Signal. Ja, das sind so alles diese Dinge, die wir jetzt einmal durchgegangen sind. Und ansonsten können wir das Ganze jetzt reinbauen. Also wir haben jetzt den Rahmen halt drum gebaut. Das war in der Richtung einfacher. Normalerweise würde man den Rahmen dort hinein verbauen und dann dementsprechend würde man das dann einbauen. Wir haben es halt jetzt andersrum gemacht, denn das sitzt so bombenfest da drinne. Da wackelt dann auf jeden Fall nichts. Ja, ich werde das jetzt nach hinten wieder unten die ganzen Kabel reinschieben und dann werde ich das Radio dort rein verbauen und ja, ihr seht ja selbst. Ist auf jeden Fall etwas fummelig. So, im Groben und Ganzen war es das schon. Und jetzt fehlt noch der Rahmen, der drauf gesetzt wird. Wir nehmen den Originalrahmen, der jetzt zu dem Rahmen, den wir bekommen haben, geschickt bekommen haben, gehört. Und ja, das ist im Prinzip eigentlich nur reinklicken. Und dann ist das Ganze so verbaut, dass es einigermaßen alles bündig ist. Und ja, im Endeffekt ist es jetzt so, starten können wir es und wir gucken uns noch mal kurz ein bisschen das Radio und die Funktionen an. Was Stefan euch jetzt nicht erzählt hat, ist natürlich wieder, darauf müsst ihr echt achten. Denn er hat ja gesagt, normalerweise baut man ja diesen Metallkasten erst ein und dann setzt man das Ding rein. Wenn man das so macht wie Stefan, sollte man darauf achten, dass sämtliche Kabel auch schon einmal da durchgeführt sind. So wie er es nämlich gemacht hat, durfte er das alles wieder zurückbauen, musste alles Kabel abstecken, weil, tja, hat er dann wohl vergessen. Solltet ihr nicht machen, also guckt erst das Video zu Ende und dann fangt selber an zu bauen. Wäre auf jeden Fall wichtig. Wie ihr sehen könnt, angeschlossen haben wir jetzt alles. Wir haben das Radio verbaut und dort hinten, hier befinden sich zwei USB-Anschlüsse. Die haben wir hier auch noch gelegt, weil wir die als Reserve halt mal haben. Es kann ja auch mal sein, dass was vielleicht nicht funktioniert oder wir brauchen mal ein Medium, was wir da mal reinstecken wollen, um dann vielleicht einen Film zu gucken oder was auch immer. Also ja, ich würde sagen, Marcel, starte doch einfach mal das Radio und dann gucken wir uns das doch mal an, wie das eigentlich hier so aussieht. Starten tut es schon mal, das ist schon mal sehr gut. Ja, Gott sei Dank. Schon, ja, genau, Gott sei Dank. Ja, Klang ist anscheinend auch da, also kommt ein bisschen Musik. Tja, was soll man sagen? Warum haben wir eigentlich das Radio ausgetauscht? Das alte Radio hat einige Funktionen nicht, die uns ehrlich gesagt fehlen. Das Radio selber ist von der Größe her vollkommen ausreichend gewesen. Wir haben ja jetzt auch kein größeres Display, das ist alles gleich. Aber eins muss man sagen, es hat kein Apple CarPlay. Und da legen wir halt einen doch sehr großen Wert drauf. Es sagt zwar, es hätte Smartphone-Navigation, aber das du brauchst irgendwie hat es auch. Sonder-Apps etc. Im Endeffekt, genau. Die Smartphone-Navigation ist so, dass wir im Endeffekt hier unser Handy reinpacken. Ja, genau. Dann haben wir hier drüber die Navigation und darüber den Ton. Hier gibt es Apps fürs Handy, die Navigation beinhalten. Allerdings diese ganze Navigation, die da dabei ist, die musst du kaufen und so weiter. Da haben wir gar keine Lust drauf. Das und da ist aber auch nicht so, dass dann TomTom oder sowas wäre, wo er sagen kann, damit nein, wäre doch... das sind No-Name-Navigationssysteme. Das hat er vielleicht gemacht, ne? Weil TomTom genau. Hätte überlegt, okay, aber für mich, ich bin ja alter Radiomensch, das geht extrem auf die Ohren. Ja. Und Klangqualität war so schlecht und jetzt haben wir einfach einen richtig coolen Klang.
Genau, ich wollte mal einfach mal kurz zeigen, weil das ist nämlich auch der zweite Grund gewesen. Alle sagen immer, die Boxen sind schlecht. Nein, sind sie hier nicht. Es kommt auf das Radio drauf an, und zwar extrem. Und dieses Radio hat wieder einen super Klang. Hört mal. So, jetzt muss ich noch auf Play drücken, ne? Dann wird es funktionieren. Genau, ein bisschen lauter machen hier. So. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hören kann, aber unglaublich. Der Klang ist einfach so klar und deutlich. Kein Knaschen und Knistern und so weiter. Super. Aber wir müssen ja nicht übertreiben, ne? Die Musik ist toll. Ja, nee, wir müssen es nicht übertreiben. Alles gut. Auf jeden Fall ist das auch eine der Hauptgründe gewesen, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht die Boxen tauschen, denn an den Boxen liegt es wirklich nicht. Woher wissen wir das? Wir hatten ja in unserem Kuwi gar kein Radio und haben dann ebenfalls das Alpine eingebaut. Und wahnsinniger Klang, das war wirklich ganz klar. Und, wir haben dann dieses Radio von Pioneer bekommen, weil es halt mitbestellt werden musste, weil wir ja die Lenkradfernbedienung haben wollten. Bei uns ist das leider so bei Malibu, dass man solche Sachen dann mitbestellen muss, auch bei der Rückfahrkamera. Man kann das zwar als Vorbereitung bestellen, aber wenn man eine Rückfahrkamera hinten drin haben will, muss man auch das Radio mitnehmen. Also das sind so ein paar Abhängigkeiten. Hat man auch bei anderen Herstellern. Alles gut. Aber das ist einfach, da haben wir gemerkt, Alter, was ist das hier für ein schlechter Klang? Das gibt's doch gar nicht. Das haben wir doch gar nicht das Problem gehabt. Und das war natürlich heute für uns auch noch eine Überraschung. Ist das denn genauso oder ist das denn nicht so? Und wir haben eine gute Überraschung gehabt, denn es ist ganz klarer Klang und wir sind sehr glücklich. Also das auf jeden Fall. Ja, und warum ich mich auch für das neuere Radio entschieden habe und nicht für das ältere, denn es ist, habe ich ja gesagt, das ist jetzt gerade nagelneu auf den Markt gekommen. Wir haben hier die Funktion, dass wir, jetzt muss ich allerdings einmal gucken, weil ich natürlich die Geräte getrennt habe. Jetzt muss ich mich natürlich wahrscheinlich wieder verbinden, denn ich habe die Möglichkeit. So, ging dann doch ganz schnell, wir haben es ganz schnell gefunden, man musste einfach auf Verbinden gehen und der wird standardmäßig immer mit Bluetooth sich verbinden. Wir haben es jetzt so eingestellt, standardmäßig soll er sich gleich automatisch nämlich mit Apple CarPlay verbinden und da liegt mein Telefon und ich drücke da drauf. Und schon habe ich hier Apple CarPlay. Und das Wichtige, hier? Es ist kein Kabel da. Es ist kein Kabel da. Genau, denn neue Radios, das habt ihr vielleicht auch im privaten Radios, gibt es das, also im privaten Bereich oder beziehungsweise im Nicht-Camper-Bereich gibt es das in den Herstellerradios, dass die über WLAN funktionieren. Und das ist hier auch der Fall. Das unterstützt das Radio. Und das war das, was ich unbedingt haben wollte, nämlich nicht mehr hier Kabel stecken und so weiter, sondern direkt reinsetzen und auch wirklich komplett für Apple CarPlay ausgelegt zu sein. Ich habe hier die Möglichkeit, die Navi-Taste zu drücken, dann bin ich auch direkt, also egal, wenn ich jetzt im Musikmodus zum Beispiel bin, kann ich direkt auf Navi gehen und ich bin direkt bei Apple CarPlay im Navigationsbereich und ich habe auch die Möglichkeit, diese Taste zu nutzen. Navigation Rostock. Ich suche nach der Wegbeschreibung. Ziel Rostock. Na wunderbar, funktioniert ja einwandfrei. Damit wissen wir auch, dass das Mikrofon einwandfrei funktioniert. Route wird gestartet. Ziel Rostock. Da wollen wir natürlich jetzt noch nicht hin, aber auf jeden Fall, das war jetzt halt einfach so eine Sache, wo ich gesagt habe, da lege ich dann doch besonderen Wert drauf, weil wir doch viel mit Apple CarPlay zusammen machen. Das Ganze unterstützt auch dieses Mirror Link, also das von Android sein. Android Auto heißt das. Oder Android Auto, genau. Das heißt, das geht genauso gut. Und war eigentlich so der Hauptgrund. Ja, genau. Und weil es uns geärgert hat. Also es gibt kürzere Kabel, das wissen wir. Ja. Aber hier war immer das USB. Das heißt, du musstest es hier reinstecken. Und dann kannst du das Ding hier nicht zumachen, weil es keine Aussparung vernünftig gibt. Also da hat man sich nicht wirklich Gedanken gemacht, weil hier hätte nochmal eine Aussparung, wo das Kabel durchgeht. Und ich wurde so angemeckert, ein Kabel habe ich wohl schon kaputt gemacht.
Ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, das, die Kabel sind halt auch recht teuer, muss man auch sagen. Aber jetzt ist das Ding zu und trotzdem ist es verbunden. Und das ist wirklich das Gute. Der Preis ist natürlich auch richtig heiß, weil wenn wir überlegen, was wir bei dem alten bezahlt haben, also den anderen Alpine, was wir hatten, und das, was wir jetzt bezahlen. Also ich kann euch sagen, gut, das andere muss man dazu sagen, es war natürlich auch ein Navigationsgerät damit drin, das haben wir hier nicht verbaut, und es war auch ein größeres Display. Und wenn diese Radius gibt es, also von dem Modell, von dem neuen Modell, gibt es auch in größer, dann sind die abstehend hier nach vorne mit einem großen Display, entweder, ich glaube, das ist 9 Zoll und dann nochmal 11 Zoll, also beide gibt es auch. Das ist uns zu groß gewesen. Für uns reicht das locker aus, wir wollen ja nur gucken, wo geht die Fahrstrecke lang und gut ist die Kiste. Und eins kann man dazu sagen, dieses Radio hier hat schon 500 und ein bisschen was von Malibu gekostet. So. Und das hier ist nicht viel teurer. Wir haben jetzt mit allen Adaptern, Einbaurahmen und so weiter und so fort, so um nicht ganz 600 Euro bezahlt. Und das finde ich ein fairer Preis für eine gute Qualität und ein gutes Radio. Das muss ich wirklich sagen. Genau. Wir gehen jetzt nicht in die Detailtiefe ein. Was kann das Ding alles? Ein bisschen haben wir ja schon erzählt. Dazu machen wir gleich ein separates Video. Kommt dann also auch demnächst gleich mit hinterher. Genau. Denn das Video ist jetzt schon wieder viel zu lang geworden. Und da muss die Regie einfach mal sagen, jetzt ist hier ein Cut. Du hast die Notbremse gezogen. Genau, die Notbremse. Und wie war das? Einmal Take a Train von der Zigarette. Ich muss einen Zug von deiner Zigarette nehmen. Ach so, ja, genau. Wir haben gestern die ersten Staffel von LOL geguckt, genau. Deshalb. Aber wir schweifen ab. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Wir gehen jetzt nicht in die Detailtiefe ein, welcher Stecker geht wohin. Das muss man schon aus der Anleitung entnehmen. Deswegen habe ich auch gesagt, ihr müsst so ein bisschen technisch versiert sein. Ihr müsst ungefähr wissen, wo wird was angeschlossen. Und ich habe mir auch so Hilfssachen gebaut. Da habe ich mir eigentlich alles angezeichnet. Wo, was muss ich anschließen? Was möchte ich benutzen? Und dann geht das auch. Deshalb, das ist wichtig, das zu wissen. Und wenn ihr Fragen habt, Stefan, könnt ihr sie fragen. Ich werde sie dann schreiben. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder. Und zwar mit einem Update zu diesem wunderbaren Alpine Radio. Beim nächsten Video, so rum. Genau. Auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Jetzt bin ich aber durcheinander gekommen. Ciao, tschüss. Ciao.